Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr seht, ich bin schon wieder unterwegs in der Natur. Nicht nur ich, sondern Liz ist heute mal mit. Wir sind hier in den Hüttnern Bergen unterwegs und wir wissen jetzt noch nicht genau, wie viele Kilometer wir heute spazieren oder wandern werden, weil wir haben uns mal eine Spontanstrecke ausgesucht, die hier ausgeschildert war. Wir waren schon mal zweimal hier, einmal in unserer Gewandung. Hier raschelt gerade irgendwas im Busch rum. Aber wer weiß, was das war. Also wir waren hier schon mal einmal in Gewandung und einmal so wie jetzt. Mal sehen, wo es heute uns hinschlägt. Und wir sind zum Glück wieder super in der Natur unterwegs. Und klasse, dass ich diesmal nicht alleine bin. Hier sind die Wege zwar gut ausgeschildert, aber irgendwie ist uns ein Schild abhandengekommen. Wir sind nämlich schon wieder auf dem Rückweg auf der roten Route zum Auto. Wir werden aber nicht gleich ins Auto wieder steigen, weil wir wollen hier noch zu dem Café, was hier in der Nähe ist. Das noch mal kurz in die andere Richtung, eigentlich dort, wo wir lang wollten. Und wenn wir da denn auch gleich in der Richtung sind, mal sehen, vielleicht finden wir dann auch noch den zweiten Rundweg, den wir eigentlich laufen sollten, und beschließen damit so unsere Runde. Gerade waren wir noch beim Parkplatz wieder, also wir haben die rote Runde ja so halbwegs abgeschlossen. Das waren dann auch so 4 Kilometer. Wir versuchen jetzt noch die Waldhütte zu finden und hoffen, dass sie auch auf hat, weil dort soll es Kaffee und Kuchen geben. Wir waren gerade in Brekendorf und dort in der Waldhütte. Dort gab es auch Kaffee, Cappuccino, ein Windbeutel mit heißen Kirschen und für mich dann noch ein Bananensplit und ein alkoholfreies Weizen, um wieder Energie aufzubauen für die letzte Etappe. Wobei, das sind ja nicht so viele Kilometer, aber der Ansporn, weiterzulaufen, war dadurch natürlich schnell da. Die Waldhütte ist zu empfehlen. Eine Spezialität von der Gaststätte ist das Wildfleisch, weil es kommt aus eigener Produktion. Ich habe da schon ein paar Bilder eingespielt
wo man dort das Dammwild im Gehege sieht. Die Preise sind human und wenn ich überlege, was so manchmal eine Eiskugel heutzutage kostet, ich hatte jetzt für den Bananensplit gerade mal 6 Euro bezahlt und das finde ich voll okay. Wir sind hier gerade in der Nähe vom Ramsee, in dem Wald von Brekendorf. Der Wald umfasst ungefähr 420 Hektar und davon sind 116 Hektar unter Naturschutz oder besser gesagt unter besonderen Schutz gestellt worden. Zu den Ramsee gibt es noch eine Sage. Ein Teufel hatte sich mal mit Speck Mehlbeuteln bewirten lassen von einem Bauern, aber wo er denn hier in der Nähe ankam, musste er sich übergeben, dadurch spie er denn halt Steine und es entstand auch dadurch der Ramsee. Da der Ramsee keinen Zufluss hat von irgendwo, ist er nach unten hin unergründlich und es sollen keine Fische in ihm sein oder gar keine Lebewesen. Das hat man aber gerade gesehen, weil dort waren sehr viele Fische im Teich. Ich hoffe, das konnte man sehen. Und danach kann man wohl ausgehen, dass doch irgendwie Fische da reinkommen und es doch Leben in diesem Teich gibt. Noch ein kleiner Zusatz. Der Brekendorfer Wald gehört auch zu dem Naturpark Hüttner Berge, der kleinste Naturpark hier in Schleswig-Holstein ist. Übrigens, wie schon zum Anfang gesagt, ist er sehr gut erschlossen durch Wanderwege, Reitwege und Radwege. Wir sind ja hier unterwegs in den Hüttner Bergen, was ja auch ein Naturpark ist. Und der Name sagt es ja schon aus, es soll hier Berge geben. Also die Leute aus dem Süden, Alpenregion oder andere Gebirgsgebiete werden jetzt darüber lachen, weil der Schelzberg ist gerade mal 105,8 Meter hoch. Wir sind jetzt fast wieder am Auto, darum jetzt ein kleines Fazit zu dieser kleinen Wanderung, Schrägstrich Spaziergang. Also ein Ausflug hier in die Hüttener Berge ist eigentlich immer drin. Es ist sehr sehenswert, man erlebt sehr viel Natur. Wir haben gerade auch noch einen Feldhasen aufgeschreckt, der sich hier im Unterholz bewegte. Die Wege sind gut ausgebaut als Wanderwege, wobei ich sagen muss oder wir sagen müssen, dass sie nur bedingt geeignet sind für Barfußschuhe, weil teilweise sind es Schotterwege mit kleinen spitzen Steinen, weil das merkt man dann schon in den Barfußschuhen. Und es ist doch einiges an Betonplatten oder Asphalt, wie zum Beispiel in Brekendorf, auch unter den Füßen. Und hier ist zum Beispiel auch wieder ein Teilstück, wo die Mountainbiker unterwegs sind, eine Trailstrecke. Da sollten natürlich die Radfahrer auf die Wanderer aufpassen, dass sie nicht so schnell um die Ecke kommen. Aber ich glaube, das geht ganz gut.
Wir haben auch viele Spuren von Pferden gesehen, also zumindest die Hinterlassenschaften und die Eseltour vorhin, bevor wir in Brekendorf waren. Wir haben jetzt noch ungefähr so, ja, 500 Meter bis zum Auto. Damit beschließe ich auch dieses Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und gebt mir einen Daumen hoch dafür. Schreibt auch gerne was in die Kommentare. Und wer natürlich neu ist hier, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Bis dahin sage ich wie immer, bleibt schön gesund und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Tschüss! Weil die höchste Erhebung in den Hüttener Bergen ist gerade mal 105,8 Meter hoch und das ist der Scheffelberg. Weil der Schellberg ist die höchste Erhebung hier in den Hüttener Bergen und zum dritten Mal. Wir sind ja hier unterwegs in den Hüttener Bergen. Moin.